Willkommen zurück zu einer weiteren protzigen Folge Scarface, The World is Yours. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz protzig mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Protzmenschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Weiter geht es, wir sind jetzt hier wieder bei Tonys Villa. Warum, weshalb? Nun, wir müssen unseren Ruf erhöhen, sonst bekommen wir keine neuen Missionen. Wenn ihr meinen Ruf erhöhen wollt, bewerten, kommentieren. Sonst bekomme ich keine YouTube-Fördermaßnahmen in Form von Geld. Und dann kann ich auch keine neuen Missionen mehr machen. Uiuiuiuiui. Tony, mein Freund, du lebst den Traum. Also, bewerten, kommentieren, dann kann ich vielleicht eines Tages auch so leben. Mit meinem eigenen Hai. Obwohl das unrealistisch ist, denn wir wissen ja, der weiße Hai in Gefangenschaft, das funktioniert nicht. Und mit was füttert der den? Wahrscheinlich mit seinen Feinden. Ladies, ja, mit euren Bewertungen und euren Kommentaren kann ich irgendwann auch 3 Frauen besitzen. Klingt ziemlich falsch, aber das ist eben die Welt von Scarface. Kaboom. So, du hast deine Rufstufe erreicht. Du hast diese Rufstufe erreicht. 5. 15 neue Exoten und endlich bessere Waffen. Never trust a man to do another man's job, right, Tony? Perhaps I underestimated your desire, your motivation. I'll tear you apart again, Tony. I've done it before, and I'll do it again. You can't win. You will never win. Go fuck yourself. Das ist die typische Tony-Antwort. Was anderes will ich auch gar nicht hören. Mhm. Muss ich die kaufen, die Waffe? Ich habe ziemlich viel Geld ausgeben müssen. Ich brauchte Exoten, um... Uiuiui. Um meinen Ruf zu verbessern. Egal was anscheinend. Einfach kaufen, kaufen, kaufen. Exoten, Exoten, Exoten. Yo, Jimmy. Was gibt's Neues bei Jimmy? Dieses Baby hier wollen wir. Waffe kaufen geht nicht? Warum? Warte, ich leg die hier ab. Ah, verstehe. So. Was kann die hier? Schrotgewehraufsatz, auch ganz cool. So. What are you gonna do with that live cigarette? Alright. Da sind wir ready. Gut, ich denke mal, wir müssen wieder zurück auf die Insel. Und weil ich ja shoppen war, Exoten geholt habe und ich war am Anfang auch wirklich verwirrt, das gebe ich zu. Ich habe immer gedacht, er will irgendwas Bestimmtes, ja? Irgendein Schlüsselgegenstand, den ich benötige, damit es weitergeht, ne? Aber es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Du kannst dir holen, was du willst. Hauptsache, der Ruf geht halt hoch. Ja? Und dafür brauchst du jede Menge Geld. Dafür brauchst du jede Menge Cashews. Wir hatten fast 2 Millionen und jetzt sind wir unter 500.000. Schnell geht's weg. Aber was wir uns geholt haben, ist ein Wasserflugzeug. Und mit diesem Wasserflugzeug können wir eigentlich... Müssen wir erst hier hin? Anscheinend. Müssen wir da 2 Anlaufpunkte nehmen? Also zurück ging in einem Zug. Boot. Wasserflugzeug. Ich meine, es kostet Gott sei Dank kein Geld. Hier geht's zur Villa. Nee, ich muss da wirklich dann... Ah, jetzt. Jetzt kann ich nach unten gehen. So, dann müssen wir hier hin. Okay. Ja, gut. Ist ein altes Spiel, Leute. Na? Im Flugzeug noch schnell umgezogen. Und jetzt müssen wir eigentlich die Nacho-Mission haben. Hey, Tony, what are you doing here? Where you been? Ja, ich war shoppen. My man. So, warte, 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 warte. Okay, wir müssen hier hoch. Kann man die auswählen? Ich weiß es gar nicht. Geschäft Nacho. Nachos mit Salsa oder mit Käse.
Schreibt es in die Kommentare. Ich bin ja total der Käsetyp. Ich finde auch Nachos Salsa nicht so geil. Guacamole ab und zu. Finde ich geiler als diese typische Nachos Salsa. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, kann damit nichts anfangen. Dieser tomatig-fruchtige Geschmack, der ein wenig caliente ist. Dann doch eher Käse oder Chili Cheese. Wenn ich es ein bisschen caliente haben will, Chili Cheese. Bedrohlich, Tony. Absolut bedrohlich. Und ansonsten Käsesoße. Lieber zu viel als zu wenig. Nehme ich mir immer ein extra dazu. Tja, du blödes Arschloch. Was sagst du jetzt? You shouldn't play with money, baby. It's bad for your skin. I don't play with money. I make it. What, you can't offer money? No. I run accounts for this casino. It's my job to make sure it makes money. Okay, but you're far too good looking to be in accounts, you know? You should work for me in Miami. Have a much nicer place than this piece of shit, I tell you that. I'm not sure if Nacho would approve. Nacho Contreras? That fucking guy. Do you know him? He's on my list. Well, you can probably speak to him yourself. He should be here any minute. He loves to bet on the cocks. What the fuck is this? Montana? You're supposed to be dead! Sosa fucking killed you! Get that Cuban piece of shit off of my boat! I'll be right back, baby. Ich find's so geil, wenn die dann die Namen sagen. Montana! Oder Tony redet relativ normal und dann Nacho! Montana! Nacho! So, Nacho. Du bist zwar köstlich. Warum heißt der Nacho? Weil er sehr viele Nachos gegessen hat. Man sieht's ja, ne? Er hat sehr, sehr viele Nachos gegessen, der Mann. Wo geht's denn hier weiter? Er ist hier hochgerannt, aber die Tür hier ist zu. Muss man erst jeden töten? Ah, warte, hier drüben sehe ich noch eine Tür. Chinga! Make me invisible, schreit sie da unten. Mach mich unsichtbar! Na, der Sexismus hier, der kickt. Mamba Binga. Aber hey, wir spielen in den 80ern. Das ist das, was auch heutzutage einfach irgendwie die Immersion zerstört. Deswegen kannst du die 80er oder andere Epochen nicht rekonstruieren, weil du es immer mit den, ich sag mal, heutigen moralischen Standard machst. Aber in den 80ern war die Vorstellung von Moral und Coolness ja völlig anders. Und deswegen funktionieren diese Originalfilme super gut, weil sie eben Relikte ihrer Zeit sind und immer noch dieses Feeling haben. Aber die neuen funktionieren nicht. Also, wo so gerne auf 80er machen. Der Einzige, der das kann, ne, ist in meinen Augen Stallone. Arnie kann's nicht. Arnie ist zwar eine coole Sau, aber Stallone ist der, der wirklich ein Talent hat für sich. Arnie hat Charisma und so. Aber ich finde, der funktioniert nicht mehr. Also alles, was Arnie nach seiner Politkarriere so gemacht hat, finde ich persönlich nur so, pff, ja, ne, ja. Ja. Aber Stallone, der hat's halt drauf. Der hat's drauf. Auch als Regisseur und als Drehbuchschreiber und so. Das sind vielleicht keine filmischen, lyrischen Meisterwerke, was Stallone macht, aber sie unterhalten halt. Tulsa King ist für mich immer noch eine der coolsten Serien des Jahres. Kann ich immer nur wieder weiterempfehlen. Schaut euch Tulsa King an mit Stallone. Dieses Fuba, was da Arnold Schwarzenegger gemacht hat, Dreck. Sorry, Dreck. Aber Tulsa King, das fängt diesen Spirit ein, den man so liebt. Stallone ist geradlinig, politisch inkorrekt und so. Gibt einen Scheiß auf den ganzen Kram, der heute verlangt wird. Geil. Einfach nur geil. Hat er selbst gesagt, lässt sich da nicht reinreden. Punkt.
So muss es gemacht werden, Freunde. Künstler muss sein Ding durchziehen. Wow, 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 wow. Alter, machen die Mörder Damage. Alter, kann ich mich ja auch mal ein bisschen bewegen? Ist hier irgendwo noch eine Heilung? Weil mir geht's echt nicht gut. Was für ein Weg. Ja, Tulsa King. Angucken. Zweite Staffel kommt ja auch. Absolute Empfehlung. Besonders für Menschen. Das ist genauso wie Expendables. Ja. Das sind auch keine Meisterwerkfilme, aber irgendwie unterhalten die. Auch die Rambo-Filme. Also Rambo 4 ist für mich der zweitbeste Rambo. Teil 1 ist natürlich der beste. Aber danach kommt Rambo 4. Definitiv zweitbester Rambo. Aber das haben sie mir auch weggenommen, ne? Da hat er auch geflucht. Geflucht hat er, der Mann. Kontrollpunkt habe ich auch noch nie gelesen. Alles weghauen, du, Tony. Nacho, Nacho Man. I wanna be your Nacho Man. Ey, der rennt direkt in die Explosion rein. Das fetzt du nicht mal weg. Das ist richtig räudig. Chingade! Wow! Schnauze da oben. Halte den nicht vorhandenen Kopf fest. Die beste Todesanimation aller Zeiten. Ja, Stallone ist einfach der Beste. Meine Freundin konnte auch mit dem nichts anfangen. Weil ich immer gesagt habe, das ist Stallone. Tulsa King haben wir zusammengeguckt. Aber dann hat sie auch gesagt, geil, Mann. Ja, Stallone ist einfach der Beste. Alter, wie unten alles zerbombt wird. Gut, dass wir die Wumme hier geholt haben. Wirklich, sehr, sehr gut. Oh, geil. Ich darf auf keinen Fall drauf gehen. Ich habe so viel Drugs am Start. Oh oh. Geht einer ums Eck. Muy bueno, pendejo. Pendejo. Eso duele. Bueno, pues mantar. Oh Gott, wie viele sind das denn noch? Nachos Privatarmee hier. Attacking. Attacking. Achtung. Kaploings. Was fael in inferno? Disparo. So, die hier umgerußt. Schön weggeschrubbt. Wahrscheinlich hier lang, ne?
Oh, Gott sei Dank bin ich wieder hier. Wenn ich ja nochmal den ganzen Karren hätte hochgehen müssen. Drehst hier durch. Ich hab ne Idee. Hat nicht funktioniert. Hat anscheinend funktioniert. Bueno! So, den hier noch wegholen und... Let's go, Nacho! Where you gonna go now, Nacho? You fucking hussa! Fuck you, Montana! I won't give you the pleasure Sosa will get to you! You can count on that! That's good, you know? I want him to find me. I want that piece of shit to fucking come and get me. Why don't you tell him, Contreras, okay? Tell him to fucking come and get me! See you in hell, Montana! Give my regards to Manny and Gina, you piece of shit! Tja, Fett schwimmt oben. Wo ist er dann? Mann, da hatte der Hai aber ganz schön was zu fressen, ha? Fucking watch it. Okay, jede Menge Ruf, das gab einen ordentlichen Batzen. Gib mir Geld, Bruder. Tja, wir sind ja gestorben. Wir kriegen keinen Penny dafür, sonst hätten wir einen Haufen Koka rausgeholt. Cockfights for your pleasure. Place the bet with me. Place your bet here. Kann ich nicht, Alter. Kann ich mir nicht leisten. Okay, mit dem Dogboss reden. Der Typ ist draußen, oder was? Kriege ich jetzt Nachos Unternehmen? That's nice. Tja, geldmäßig. Kritisch. El pollo, pollo, pollo. El pollo, pollo, pollo. So, da ist der Chef. Tony Montana. Genau, das ist mein Name. The whole operation is doomed. Wer hat das da zusammengebastelt? Hey, ¿qué pasa, man? What's the problem? You don't understand. These guys hit black markets all over the world. They're organized. Smart. Then let's welcome them to the fucking club, okay? Give them an invitation they never forget. Well, pickup isn't until 3. These guys, I can feel them coming already. We need to hold them off until my boys arrive. Hey, you know how to handle a machine gun? What I look like? Some kind of stewardess? I'm Tony Montana. Trouble's coming, man. These guys, they're killers. Uh-oh. Uh-oh. You thieving punk motherfucker? Der wird schon angeschossen, der Dude. Keep it low, dude. Keep it low. I got you now. Hier ist Heilung. This should teach him a lesson. Ey, die wollen straight zu meinen Fässern, ne? Ist das hin? Irgendjemand lebt hier noch. Was ist das für ein Heli? Mann, diese hässlichen Pisser. What? Oh mein Gott. Wie schnell gehen die Dinger kaputt?
Oh mein Gott! Read on the breath, baby! Okay, wie läuft's? Mama Kolo Puto! Er hat ihn. Oh, Lecco Mio. Gibt's dafür ein bisschen Geld? Hey, die sind ja heute so knausrig. Und die Waffe kriegen wir auch abgenommen, ne? Ja, klar. Mies, Alter. Nothing's ever easy, is it? Der Informant. Now what, man? If this asshole, goddamn informer son of a bitch, gets to the DEA before we get to him, he'll bust up this entire operation. We'll be looking at 20 years at Danbury. Bunch man, you know? Gonna have a fucking heart attack. Excuse me? This is my job we're talking about. I take my job seriously, man. It's all I got. I'll pay you to stop this fucker. What do you say, man? Warum hat der Arsch ein Boot? Ich werde auch müde. Gib mir das Boot. Wow. Und was kriege ich dafür an Geld? Ja, das geht schon mal. Das ist ein Anfang. Das war die schnellste Mission im Spiel. Was ist das jetzt hier, die Küstenwache? Alright. Munition, ha? Huh? Rem. Lass mal das Ding lieber nicht versenken. Wer weiß, vielleicht müssen wir gleich nochmal ran. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ätzend. Dankeschön. Very, very ätzend. Ooh, we got a big gun now. Nacho's tanker. Nacho operates a cargo ship just offshore. He just finished loading tons of the White Devil before you killed his ass. Good riddance too, I say. My boys will fly into the scene, Slick. Hey, thanks for your help. Take care. And don't get your ass shot off, aight? Da war gar niemand drin. Nacho's men are disorganized now. You got a good chance of this. The ship is heavily guarded, but keep your eye out for attack boats. Okay, das kann ich irgendwie switchen. We're taking damage. Ja, was soll ich denn machen? Dreh das Ding. We're taking heavy fire, Tony. Oh, fuck, we're getting shot to shit. So, jetzt aber hier, jetzt läuft's. Kein Problem, hat eh niemand gebraucht. Die waren eh absolut unnötig. Einfach drauf, Bruder. Boah, die machen echt gut Damage an unserem Heli. I'll take
Boah, das Ding ist fast kaputt. Boah, gar nicht cool, Alter, gar nicht cool. Entschärfe die Bombe. Yo! Jungs, da ist eine Bombe. Wollen wir wirklich alle sterben? Do it, man. Oh, leck mich. Oh. So, was geht jetzt ab? Jetzt kommen irgendwelche Boote. Warum sind die so stabil? Warum halten die so viel aus? Hat sich das eine Boot gerade selbst vernichtet? Ich... Okay. Nur ein bisschen MG, aber das ist nicht unbedingt besser. Ja, come on, Bro, das Ding ist ja super schnell. Nee, bis ich drüben bin, ist das Ding ja schon wieder weg. Nerviges Ding. Come on, mis balos, don't stop, it is mio. Okay, das Boot ist auch wieder von alleine explodiert. Muss man nicht verstehen. So, diesmal habe ich 2 Minuten 50. That's it, Judas! Te pego como una puta! Klingt ganz nah, aber. Bein, Bein, Bein. Leck mich am Ärmel. You need a fucking know who I am. Boah. Alter, was war das? Nein, 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 nein. Ui, knappes Ding. Alter, ist das mies. Bisschen Muni, ich brauche ein bisschen Geld ist auch immer gut. Ich renne hier mit 100k rum, ich irre. Boah, let's go. Ah! Och nee, Alter. Nee. Gnadenlos, Alter. Ey, für die alten Games brauchst du Nerven. Aus Draht. Jetzt schießt mir ja nicht auf die Bombe. Das wär's jetzt, ne? Irgend so ein Vollidiot schießt da noch voll drauf. So, das hätten wir. Jetzt kommen wieder diese Boote, die sich hoffentlich wieder selbst vernichten. Oh, das war gut. Das war gut. Da kannst du nicht motze. So, zeitlich sollte man das eigentlich gut hinkriegen. Hier gibt es einen Weg nach unten, oder? Ja. Oh nein, die kommen hier raus. Uncool, Alter, uncool. Ja,
Alter, warum sind das auf einmal alles so Hardcore-Profis? Wow. Plötzlich geben die hier alle richtig Vollgas und dann sind alle hochmotiviert, mich zu töten. Jetzt kommt das Schlimmste. Die Bombe. Bitte, Tony. Oh, geschafft. Die letzte Bombe. Die letzte Bombe. Wieder 3 Minuten. Ah, die Zeit finde ich eigentlich recht fair in dem Spiel. Außer bei den Rennen. Außer bei den Rennen. Auch Boote gibt es ja auch wieder, die auch drauf schießen. So, warte, die ist vorne. Du bist der Schwert. Man muss sagen, es gibt relativ viel Heilung. Get him! Bitte pass auf, Mann! You fucking piece of shit! Fuck you! Who do you think you are? Alter, Nacho hat aber auch hier eine Armee. Nein, 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 nein! Was ist hier los? It is me! Warte. So, let's... Wo ist das Boot? Okay, let's do it. Wenn ich es jetzt versau... Alter! You fucking loser! You're going to fucking hell! Hier kann auch jeder nur bis zum geht nicht mehr fluchen, ne? Bei dem Sound muss ich aus irgendeinem Grund so ein bisschen an Half-Life denken. Hey, what the fuck? Where'd you come from? We were put into these containers for our freedom in America. Containers? What the fuck? What's your name? Maribel. We're looking to start new lives in America. I know exactly how you feel. As payment for freeing us, we will do any work you ask of us. Many of us have special skills that may prove useful to you. Hello? Tony, Venus. You know it's costing a fucking fortune to call you on that stupid new phone of yours. Okay, so make it quick. I don't have all day either, baby, you know? Okay, then. I found out that Nacho's big front in Miami is an auto chop shop that he runs out of the industrial park. You should probably check it out when you get there. Thanks, baby. How many maricons you served today? None since you left. Bye, Antonio. Hey, Lichina, can't you drive this boat? Yes, yes we can. Okay, this is what I want you to do. Die Augen von der Lady, ne? Ach, irgend so eine perfektes Containermodel gefunden. Tja, this is America. Die wunderschönen Frauen aus Kuba werden in Containern in Perfektion nach Amerika geschifft. Perfekt zusammengebaut mit allen Extras. Feel the pain. Alright. Ey, die Mission nimmt ja gar kein Ende. Oye, cuidado con los lentes. Damn, what are you shooting? Fucking got me pinned down over here. Pinkita. Holy fuck. What's going on? Holy F. Aber jetzt habe ich gleich Nachos Imperium. Ach, und der will mich hier von hinten wegsnacken. Oh shit, man, that shit was fucking close. So, Munition. Munition. Schnauze. Shut the shut up. Ich will eigentlich hier seinen Stoff, danke. Fucking piece of shit. That's the best you fucking got, huh? Alter, der macht eine Judo-Rolle. Oh, 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 oh. Was ist jetzt los? Haben wir es geschafft?
Mumm. Kein Geld, ihr Knauserigen. Und der ist einfach so verschwunden. South Beach wurde freigeschalten. Jetzt können wir South Beach übernehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wurde gespeichert. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.